Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ich habe einen Talisman hergestellt aus einem Container, den man als Schlüsselanhänger benutzen kann, an den Rucksack machen kann oder auch als Kette tragen kann natürlich. Der ist auch wasserdicht, wie man sehen kann an dem schwarzen Ring. Ja, da habe ich jetzt was hergestellt. Und zwar ein Talisman für Schutz. Ich habe zuerst den Behälter mit Feuer, ja, wie sagt man, abgeräuchert sozusagen und dann natürlich auch mit Salbei gereinigt. Beide Teile des Containers, damit auch die Fremdenergien von mir oder von der Bestellung eben einfach weg sind, damit der Kunde das ganz neu bekommt. Und habe dann zusätzlich auch den Bergkristall noch abgeräuchert, den ich für den Container vorgesehen habe. Dann habe ich den Container mit verschiedenen Kräutern gefüllt, beziehungsweise zuerst Weihwasser genommen und innen ausgewaschen da damit, also ganz leicht nur mit einem Wattestäbchen, damit es innen nicht nass wird, auch außen und trocknen gelassen, damit ich dann später die Kräuter einfüllen kann, ohne dass sie verkleben, feucht werden und dann vielleicht sogar schimmeln. Diesen Container kann man natürlich wie auch Fläschchen öfters benutzen. Weihwasser habe ich hier genommen, da die Angelegenheit zum Thema Schutz ziemlich schwerwiegend war. Das ist so, ja, die Superwaffe, sage ich jetzt mal, überhaupt zusammen mit Salbei-Abräucherung und auch Salz dann im Container. Nachdem das Ganze dann schon einigermaßen trocken war, da ich auch sehr wenig benutzt habe, habe ich dann das Ganze mit den Kräutern befüllt. Dann habe ich natürlich auch den Bergkristall hinzugegeben und dann den Rest der Kräuter und Zutaten eben hineingegeben. Ja, den Container kann man, wie gesagt, wie eine Hexenflasche handhaben. Man kann das Ganze dann natürlich auch nochmal durch eine Räucherung schwenken, besprechen, die Aufgabe übergeben und. Da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Es ist ein Behältnis, das gefüllt ist mit verschiedenen Kräutern und Gegenständen, die einem Schutz geben sollen. Ja, dann wurde das Ganze verpackt und rausgeschickt. Das war ein Kundenauftrag. Bis dahin, tschüss!